Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen LS15 Let's Play auf der Akkendorf V1.0. Ja, euch hat die... Wir spielen mit kaufbaren Objekten. Euch hat ja die Mod... nicht die Mod, die Map-Vorstellung so gut gefallen, dass ihr da sowieso ein Let's Play drauf sehen wolltet. Und ja, da habe ich mir gedacht, gut... Ihr wolltet es so haben, dann machen wir das auch. Hab hier im Spielstand leicht gestartet, damit es dann doch ein bisschen schneller geht mit dem Geld verdienen. Ja, wie ihr natürlich merkt, ich bin hier alleine unterwegs. Multiplayer fällt diese Woche aus. Und zwar hat ganz einfach den folgenden Grund: Wir bekommen wieder eine neue Version der Amwaldkater-Map und da müssten wir einen neuen Spielstand anfangen. Und deswegen haben wir uns gesagt, nee, dann warten wir so lange. Und, ja. Deswegen gibt es da diese Woche eben noch keinen. So, ich habe mir das hier ein bisschen umsortiert. Ich muss mal schauen, haben wir überhaupt schon ein erntebereites Feld? Ja, die 1 und die 2 ist erntebereit und gehört uns auch schon. Uns gehört außerdem die 4 und die 11 und die 24, wenn ich das hier richtig sehe, die aber noch nicht bepflanzt sind. So, 1 und 2 und was haben wir da drauf? Weizen und Gerste. Ah, okay. Kompost, Kartoffeln gewaschen, Salat, Blumenkohl, Tomate. Taucht hier auch auf. Weiß ich nicht, ob das da unbedingt hingehört, aber ja. Auf jeden Fall kein tragischer Fehler. Ja, und beim Viehmarkt in der Mod-Vorstellung hatte ich ja so einen kleinen Darstellungsfehler, dass dort die Tiere so ineinander standen. Das war irgendwie, warum auch immer, ein Fehler, der halt nur bei mir aufgetreten ist. Also, das kein Fehler an der Map. Ich kann es mir selber nicht erklären, wie das zustande kam. Aber inzwischen, nachdem ich dann nochmal das Spiel oder ja, das Spiel neu gestartet hatte und mir das nochmal anschauen wollte, war es eben nicht mehr vorhanden. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie kommen wir denn hier raus? Uiuiui, kommen wir hier durch? Na doch. Eng, aber es geht. Oder geht nicht? Doch. Wir sind ein bisschen weit links. Da kommen wir noch durch. Das geht und wir müssen dann ja beim nächsten Mal nicht da hinten in die Ecke färchen. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht wären wir auch da hinten irgendwo rausgekommen. Und ja, ich habe mir überlegt für dieses Let's Play, dass ich hier eben dann auch durchaus offscreen zwischendrin arbeiten werde, dass also nicht jeder einzelne Handgriff zu sehen sein wird. Und werde aber dafür das Let's Play dann auch in den Wochen, in denen es Multiplayer gibt. Und hier komme ich jetzt doch nicht durch. Na, links hätte ich noch ein bisschen Platz. Da, 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 da. So, jetzt muss mich nur noch der Zaun hier durchlassen. Nein. So, und jetzt bleibe ich wahrscheinlich irgendwo bei dem Zaun noch hängen. Hab mir überlegt, Multiplayer geht ja nur in Anführungszeichen von Montag bis Freitag. Und da war eben jetzt meine Idee, dann Samstag und Sonntag dieses Let's Play fortlaufen zu lassen. Vielleicht gefällt euch das ja und ja, da natürlich Samstag und Sonntag nur zwei Tage die Woche wirklich wenig vorwärtskommen ist, werde ich dann eben, wie gesagt, hier wirklich Sachen offscreen arbeiten, abarbeiten lassen. So, jetzt schauen wir einfach hier,
Das war hier starten. Oh, da müssen wir natürlich erst aufklappen, klar. Und stechen jetzt einfach mal in das Feld hinein. Irgendwo müssen wir ja anfangen. Ja, aber auch schon gehört oder gesehen, einige müssen hier beim Ernten Probleme mit der Ampel bekommen haben. Ja, man sollte natürlich dann schon versuchen, auf dem Feld drauf zu bleiben. Sonst kann es wohl passieren, dass man aufgrund von Rot eben einen Strafzettel bekommt. So, da hinten gibt es dann auch irgendwas zu kaufen. Aber zum Kaufen haben wir jetzt eh erstmal kein Geld. Muss ich auch noch gucken, dass ich mir hier mit dem Drecker und einem Anhänger herkomme. Zum Abladen. Hab jetzt ja, Cosplay noch nicht drauf. Weiß auch noch nicht, ob ich es drauf nehme, ne? Ah, da ist ja dieser blöde Zaun. Dann machen wir mal die Strohablage hier mal aus, weil das hier würde jetzt doch ein bisschen unschön werden. Und dann versuche ich hier erstmal irgendwie einen kleinen Rand, dass man halt einmal hier Vorgewände drumherum vielleicht ohne Strohablage. Und dann, wenn wir besser wenden können, ja, ist halt mit Cosplay. Ich habe mir gedacht, warum wieder direkt mit Cosplay? Ich kann es mir immer noch überlegen, später wieder mit reinzunehmen. Und ja, man kann ja so auch erstmal versuchen, das Ganze auf andere Art und Weise zu lösen. Auto Combine habe ich, glaube ich, reingenommen. Ja, ist drin. Also das könnten wir uns zur Not dann als Helfer noch dazu nehmen. Ja, und nach der Aufnahme bin ich auch gespannt. Ich habe die erste Beta-Testversion vom neuen Multi-Overlay-HUD vorliegen. Und die werde ich dann nachher austesten nach der Aufnahme. Mal kurz, ja, Happy Loser hat uns da, also für die Tester, so eine kleine Infodatei geschrieben, was zu beachten ist. Und ja, da bin ich mal kurz drüber geflogen. Also ja, ist einiges anders. Aber ich bin mal gespannt, inwieweit das dann auch wirklich schöner und besser geworden ist. Inzwischen die Ackendorf ja auch auf Modhoster zu finden. Ja, schade, dass hier einige dann das Ganze doch sehr schlecht meinten, reden zu müssen. Denn ich finde die Map wirklich super. Und ja, dann natürlich wieder die Meckereien. Oh, uploaded und tralala und so weiter. Ja, wer kein Uploaded mag, der soll es halt nicht runterladen. Mein Gott, wo ist da das Problem? Aber deswegen muss man doch nicht immer alles schlecht reden und von wegen, oh, und da braucht man 13 Maps und die Hälfte davon ist auch noch überuploadet, damit alle so toll Geld verdienen. Leute, beschäftigt euch mal mit Uploaded, so viel Geld verdient man da gar nicht. Ja, und abgesehen davon muss man dann natürlich wieder bedenken, wenn es hier wirklich einer schaffen würde, dort so viel Geld zu verdienen, dann ist derjenige natürlich ja auch über einer gewissen Grenze schon wieder drüber. Das heißt, das Ganze, was er dort verdient, wäre steuerpflichtig. Und ich glaube, irgendwie hat der Verkehr hier ein Problem mit der Ampel. Funktioniert bei mir die Ampelmod nicht richtig? Habe ich die vergessen reinzunehmen? Das müsste ich jetzt natürlich nochmal überprüfen, weil irgendwie kommt der Verkehr da gar nicht vorwärts. Stau an der Ampel. So, dann bei der nächsten
Bei der nächsten Bahn müsste ich dann schon mal gucken, dass wir wieder Stroh einschalten. Damit wir für unser Vieh da auch ein bisschen was bekommen. Haben wir überhaupt schon Vieh? Andere Frage. Kühe, Schafe, nee. Haben wir überall noch nichts? Ja, die Tiere können wir zwar hier auch kaufen, aber die werden wir natürlich am Viehmarkt holen. Ja, muss mal schauen. Hab ich hier die Universalfässer? Hab ich, aber nee. Die Animal Trailer von Farmer Andy habe ich vergessen. Die habe ich hier gar nicht drin. Hab aber vom FSM-Team, ja, hier sehen wir auch schon Schubmast, das ist dann für dieses Logistiksystem, das werden wir noch brauchen. Und hab eben vom FSM-Team das Fortuna-Pack mit reingenommen. Da müsste ja auch ein Tiertransporter dabei sein und ich gehe mal fast von aus, dass der auch alle Tiersorten, die hier vorkommen, dann eben transportieren kann. Schweine, Ferkel, Rinder, Schafe, Pferde. Das kann man nicht lesen wegen Mietmod. Gänse, Junggänse. Da bin ich mir jetzt doch gar nicht so sicher, ob das wirklich funktioniert. Aber gut, werden wir dann mal austesten müssen. Irgendwas wird sich da schon finden. Denn, ja, wenn wir hier die ganzen Mastanlagen haben, würde ich schon sagen, werden wir die auch schon irgendwie alle mal in Betrieb nehmen. Auch wenn das natürlich dann einen kleinen Moment dauert, aber durch Spielschwierigkeitsstufe leicht. Ey, rückwärts wollte ich. Zum Glück habe ich hier bei Drive Control nicht aktiviert, dass er hier das Feld kaputt fährt. So. Röhrchen müssen wir noch ausfahren. Ist es schon draußen jetzt? Gut, und dann springen wir hier in einen Tracker rein. So, welcher ist denn das jetzt? Das ist New Holland. Hab ich das nicht vorhin anders sortiert? Nee, scheinbar nicht. Den hier ganz oben, den halt, den würde ich eher hier runter sortieren und die beiden Deutz eher benutzen. So, springen wir, zack, in den oberen Reihen, sind wir drin, gut. Motor starten, Handbremse raus, ich sehe nichts, wo sind wir, da sind wir. Und da hinten haben wir den Drehschemel, den werden wir uns dann nehmen. Wobei der Fliegel eigentlich ein bisschen mehr, aber der Drehschemel ist da im Weg. Also von dem her hängen wir uns den an, dass der da mal wegkommt. Hoppala, das war GPS. Rückwärts war ich schon. So. Komm mal da raus, ohne hängen zu bleiben. Ja, gut. Ah, wir bleiben aber innen. Ja, mit dieser Ampel, da werde ich dann mal schauen müssen, wenn da jetzt immer noch der Verkehr steht. Wobei ja, dadurch, dass wir jetzt hier ein bisschen entfernt waren, kann es natürlich auch sein, dass er despawned ist. Ich werde auch wieder versuchen, eine Modliste anzufertigen, was ich hier alles in Verwendung habe. Kann aber jetzt nicht versprechen, dass ich es wirklich bis heute, also Montag, geschafft habe, da alle Mods aufzulisten, inklusive Download-Link, so wie ihr das von mir ja gewöhnt seid. Mal schauen. Ja, hier scheint mir auch alles zu leuchten. Alle drei Lichter. Also irgendwas stimmt hier mit der Ampel nicht. Da muss ich mal schauen. Da habe ich bestimmt irgendeine Mod vergessen, die wir brauchen. Aber die Ampel interessiert uns hier auf dem Feld jetzt sowieso erstmal wenig. Die Folge ist gleich sowieso completed. Das heißt, dann habe ich Zeit, da mal kurz nachzuschauen. Aber erstmal müssen wir hier abladen.
damit der Drescher dann auch weiterarbeiten kann. So. Dann machen wir hier den Motor aus. Den braucht man nicht weiterlaufen zu lassen. Im Drescher würden wir dann weitermachen. Dann sind wir ins Falsche reingesprungen. Laufen wir halt so rum. Und hier so. Sind wir auch im richtigen drin. Wunderbar. Aber die Folge ist zu Ende. Und ja, dann würde ich sagen, wie gesagt, ich mache hier vieles dann auch offscreen. Und ja, würde ich sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn es mit dem Feld schon dem Ende entgegengeht. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.